Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, euer Sly, und hier sind wir wieder. Die kleine Prinzessin wieder. Okay, wir schauen unser Zimmer an. Über die Plüschtiere. Oh, wir sind noch ganz frisch in der Kammer hier angekommen. Okay. Das ist hier der Raum, in dem wir permanent beobachtet werden. Wo sind die Kamera? Da oben ist eine Kamera. Wir sind sozusagen, ja. Okay, ich entferne mich zu weit. Wir befinden uns in der Forschungsanstalt, wo auch mein Zimmer ist, wo ich permanent beobachtet werde. Oh fuck, das war seine Frau und seine Tochter, die wir vor kurzem gerade gesehen haben, als sie gestorben sind. Das war nicht so geil. Da hatten wir gerade für Professor Ryan hatten wir die Sachen geholt gehabt und dann haben wir in dem Raum die Mutter und die Tochter gesehen, blutüberströmt, wie sie jetzt sind. Und ja, kurz daraufhin sind sie gestorben beim Autounfall. Oh mein Gott, liegen da Burger oder Bagels? Nein, ich lasse mich überhaupt nicht schnell abdenken, ne? Willst du selber noch spielen? Sehr schön. Ich glaube, das sind Donuts. Das sind Donuts, egal. Ich nehme Donuts. Orangensaft. Was macht das Spülmittel neben dem Herd? Eigentlich gehört das doch dahin. Gut, wir kümmern uns jetzt nicht um die Donuts. Oder Bagels. Donuts waren es, glaube ich. Wir gehen jetzt dem kleinen Mädchen nach. Ich habe das Game nicht geändert. Oh, danke, Froopy. Ich hätte gedacht, dass ich das gemacht habe. Dankeschön. Beyond. Habe ich voll vergessen. Dankeschön. Let's Play. Erste Play so. Kein Backseat Gaming. Keines. Schon drin? Oh, nice. Dankeschön. Danke, Ruby. So. Ja, gehen wir mal den Mädchen hinterher. Oh, das war so creepy das letzte Mal. Ihr seht ja, ich kann hier immer jederzeit in einen reingehen. Wir sehen auch, dass wir mit ihr verbunden sind. Aber wieso? Weshalb? Warum? Okay, irgendwas scheint ja da zu sein. Die Pflanze ist matt. Okay, keine Ahnung, wir gehen da hin. Okay, also, warum auch immer sie uns jetzt gezeigt wird, es wird einen Grund haben. Sie will uns irgendetwas mitteilen. Aber jetzt versetzt euch mal in die Lage, ne? Und dem kleinen Mädchen, wie alt ist sie? Ich weiß nicht, ich würde jetzt tippen. Zu Kindergarten? Nee, Schule schon in 5, 6? Das muss doch creepy as fuck für die Kleine sein. Ja, korrekt, dazu gibt es einen Klick. Hier ist sie. Okay, ich schaue mich immer ganz gerne mit Aiden einmal um zu schauen, ob ich irgendwelche Objekte habe, mit denen ich interagieren kann. Oh, fuck.
Damit ihr es mal seht, das ist hier seine Frau und seine Tochter. Oh, Moment. Ich muss hier raus, höher. Da. Und die sind gerade beim Autounfall gestorben. Und er ist sozusagen der Wissenschaftler, der sich um uns kümmert und der uns später ja adoptieren wird. Ich glaube, wir werden jetzt hingehen und ihn trösten. Ich glaube, seine Tochter möchte, dass wir ihn trösten. Ich wüsste nicht, warum sie uns sonst hier hinschickt. Jody. Was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Nicht weinen, Daddy. Was hast du gesagt? Es ging schnell. Wir sprechen jetzt Mami als konnte nichts Tochter. Machen. Wir sind gerade ein Medium. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jody. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jody, bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Bitte. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. Oh, was für ein Emotionscluster-Fuck, ey. Voll. Dermaßen. Oh. Überleg. Jetzt mal ernsthaft, ne? Alter, du verlierst deine Frau und deine Tochter. Dass dich das nicht aus... Also, dass der noch stehen kann, ist für mich ein Wunder. Ernsthaft. Der... Wow. Und dann sowas. Oh. Fuck, ich würde, glaube ich, zusammenbrechen. Ich würde im Stehen zusammenklappen. Petersonne. Okay, das findet nach der Drachenhöhle statt. Der Kondensator in Kazistan wurde zerstört. Die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten, und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Irgendwie schon widerlich, wie die Bastards, ey. Okay, da kann ich nicht rein. Ich habe hier nichts, mit dem ich interagieren kann. Okay, gehen wir zu
unserem Retter, wie auch immer er es geschafft hat. Diese Pentagon-Obermacker können ganz schön nerven, hm? Oh. Oberbosse und ihre tollen Spielzeuge. Ich musste da jetzt raus, mein Erbrochenes versaut sonst noch den Teppich. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Wir dachten, wir würden das Richtige tun. Aber unser Einsatz, er verleiht dem Pentagon allein die Kontrolle über die Infrawelt. Was wirst du jetzt tun? Gehen. Ich weiß nicht. Ich brauche Zeit, um es herauszufinden. Herauszufinden, was ich will. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Top-Gehalt, Bonzenauto, Golf spielen. Ich habe noch nicht ja gesagt, aber natürlich denke ich drüber nach. Hör mal. Jody, ich weiß, es war kompliziert zwischen uns. Und ich habe sicher vieles nicht richtig gemacht. Aber wir könnten neu anfangen. Und uns zusammen etwas aufbauen. Ich meine, nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Ich bin nicht bereit. Ich weiß nicht. Ich schätze, dass das Zeit braucht. Tut mir leid, Ryan. Ich verstehe schon. Hör zu, was auch immer du tust. Vergiss nicht, ich bin immer für dich da. Da steckst du. Mason sucht nach dir. Komm mit, ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Ryan. Keine sexy Time fürs Leih, Leute. Weißt du was? Ich habe einen Single Malt bei mir stehen, ein feines Stöffchen. Kommst du gleich nach? Nein. Ich sollte lieber... Sowas trinkt man doch nicht allein. Whisky verlangt Begleitung. Ich sag dir was, ich such dich dann, okay? Hier lang, Jody. Es fühlt sich halt alles falsch an hier, diese ganze... Ich meine, dieses Ding steht nicht auf US-amerikanischem Boden. Das Department of Paranormal Activities. Wir sind in diesem Riss. Ne? Armer Ryan. Ja, aber Ryan hat uns auch ganz schön für den Arsch gehalten. Also, ne? Ich möchte mich jetzt nicht einfach so nach einmal Welt retten in seine Arme fallen lassen. Bin ich so einer. Ja? Mir will ich zum Burgeressen einladen können. Manche Entscheidungen sind schwer, Jody. Weiß. Immer haben die anderen für mich bestimmt. Doch würdest du. Was soll das denn alles? Entscheidung treffe. Tu nur, was dein Herz dir sagt. Dann triffst du die richtige Entscheidung. Ja, aber Männer machen Fehler. Ich glaube, da ist keiner besser. Ich glaube, beide Seiten sind in der Lage, Fehler zu machen. Denn beide sind Menschen, ne? Ich meine, hier sieht man das, ne? Dass wir hier außerhalb... Genau. Außerhalb unserer Welt oder sogar Dimension sind, weil wir sind in diesem... In dem Ding. Ich weiß nicht, wie ich das anders bezeichnen soll. Wir nennen ihn Betasonne. Der mächtigste Kondensator der Welt. Hier dehnt die Infrawelt sich um ihn aus. Und sie ist leicht zu studieren. War jemand da drin? Ich glaube nicht, dass man das überlebt. Da drin ist nichts außer wilden Albträumen. Komm mit, wir gehen. Schon ein bisschen creepy. Ja, ich weiß, das ist manchmal der Nachteil, ne? Dass Tonlagen beim Lesen. Okay, wir sind da. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay.
Okay, wir sind da. Und was er sagt, werden wir morgen erst erfahren. Der Cliffhanger Fox hat mal wieder zugeschlagen. Sehr schön. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, liebe Leute, euer Slideshow.